Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin André und wir machen heute mal eine kleine Bastelstunde. Ja, ich bin ja in der, oder Andrea und ich, wir sind in der Campergruppe Happy Camping und sind natürlich auch mit dem Wohnwagen unterwegs und so. Und damit wir eben auch gut zu erkennen sind, habe ich mir überlegt, dass ich ein Schild basteln möchte. Und zwar ein Schild, juckt am Ohr. Irgendwelche Fliegen. Ja, und zwar so ein Schild, was du dann vor Ort, wenn du das Vorzelt aufgebaut hast, einfach mit einem Gummihammer in den Boden rammen kannst. Irgendwie so ein Holzschild mit, ja, mit so einem Stab daran oder irgendwie sowas hatte ich so im Kopf. Ja, würde natürlich auch wahnsinnig gerne so ein bisschen unser Logo nehmen von unserer Gruppe. Ob ich das hinbekomme, weiß ich noch nicht genau. Ich stehe erst am Anfang, also wird dieses Video hier aus mehreren Sequenzen bestehen, die über einen längeren Zeitraum aufgenommen wurden. Das ist jetzt quasi der Anfang und ich zeige euch mal so ein bisschen, wie ich mir das vorstelle. Und tja, lasst uns mal gemeinsam gucken, ob das überhaupt was wird. So, als erstes brauchen wir natürlich einen passenden Stab dafür, für unser Schild. So, der ist unten angespitzt, ist ein schön langes Teil, ist 2 Meter lang, müsste 2 Meter sein. Zack, halten wir mal hin. Ja, 1,80. Ja, 1,80. Okay, 1,80 reicht auch. So, dann könnt ihr das schon mal soweit sehen. So. So, und habe ich mir dann ein Brett gekauft, dieses hier. Das ist jetzt Leimholz. Ich hätte natürlich gerne Vollholz genommen, aber ich brauchte auch ein weiches Holz, dass ich die dieses Motiv übertragen kann. Ja, und das hat ja auch nichts auszuhalten. Ich werde das Holz natürlich dann noch bearbeiten und so, dass es dann auch mal nass werden kann und so. Und da habe ich mir gedacht, dass denn dieses Brett, dann, wenn das denn fertig ist, soll es hier an diese Position zum Beispiel, so in etwa. Ne? So, jetzt haben wir hier diesen Pflock, den wir ja hier dann in den Boden rammen wollen, aber das ist ja ein bisschen kahl, das Ganze. Ne? So, dann war ich heute im Baumarkt und habe mir gedacht, guckst du mal, mit was du das verschönern könntest. Also habe ich mir einfach nur so eine Zaunlatte geholt hier. So eine Zaunverblendung. Und die könnte man ja hier rauf machen. Zack. So. Und schon hast du denn das Schild. Und dann hast du hier noch das Stück, wo du den in den Boden knallen kannst. So, jetzt habe ich mir aber überlegt, jetzt werde ich das wahrscheinlich hier noch ein bisschen kürzen, damit ich dann einen längeren Bereich habe. Wenn das jetzt so ein ganz weicher Boden ist, dann ja, soll das dann auch schon ein bisschen weiter verschwinden können, damit das dann auch standfest ist. Ne? Tut mir leid, ich mache das mit dem Handy, weil das wackelt so ein bisschen. Ne? Tut mir leid, ja. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ob ich das jetzt nun auch übertragen kann, weiß ich nicht. Das werde ich mal ausprobieren. Dann kommt auf jeden Fall dann hier dieses Happy Camping und oder so rauf. So in etwa soll dieses Schild dann aussehen. Und dann werde ich das natürlich auch farblich noch ein bisschen gestalten. Vielleicht flamme ich das noch ein bisschen an. Ja, vorgestellt habe ich mir das folgendermaßen. Wir haben ja mehrere Logos. Unter anderem ist dieses Logo dabei, was mir auch sehr gut gefällt. Das Camping ist der Wohnwagen aus unserem Logo, aber es fehlt noch dieses Happy.
Ich habe mir gedacht, ja gut, probierst du es damit mal aus und habe das logischerweise dann vergrößert, damit man damit auch arbeiten kann, weil das Schild soll ja nicht so klein sein. Nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Ja, ich bin immer noch am Überlegen, nehme ich das oder nehme ich es nicht? Nein, ich glaube, ich nehme es nicht. Weg damit. So, was haltet ihr davon? Guck mal. Das sieht doch tausendmal besser aus, oder? Also habe ich mich jetzt dafür entschieden. So, auch vergrößert. Klick, klack. Und wenn ich dieses jetzt auf ein Stück Holz übertragen kann, dann habe ich mir gedacht, dass denn hier in dem oberen Bereich unsere Namen hinkommen. Ne? Andrea und André. Happy Camping. Und oder so. Das ist doch mal eine Idee. Ja, ich zeige euch mal, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich möchte ja das Motiv auf dieses Brett hier raufbringen. So, unser Happy Camping hier. Zack, so. Und habe mir gedacht, wenn ich das jetzt hier raufbringe, dann werde ich das versuchen mit Nadeln. Ich werde erstmal mit Nadeln stichen, quasi diese Konturen hier nachzeichnen. Werde dann ungefähr in 2 Jahren das denn soweit fertig haben. Naja, gut. Ich werde versuchen, das auf jeden Fall zu übertragen und mit den Nadelstichen sehe ich ja dann, wo das Motiv ist. Und dann habe ich mir gedacht, dass diese Bereiche hier, dass ich die dann mit so einer Art Dremel, dass ich die dann ausfräse, dass die dann ein bisschen tiefer sind und dann werden die dann mit Farbe gefüllt. Also das ist der Plan. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich noch nicht genau. Na, auf jeden Fall muss denn das hier, das ist ja auch, wenn ich das jetzt hier raufmache, das wackelt und kann ja auch verrutschen. Also habe ich mir gedacht, okay, habe ja noch ein zweites Brett geholt, habe das soweit vorbereitet, zack, und habe das jetzt einfach mal nur so ganz locker raufgeklebt. Wenn das nachher alles fertig abgefräst ist und so dann oder ausgefräst ist, übertragen ist, dann werde ich das natürlich alles schön abschleifen, bevor ich das dann anmale. Aber so. Jetzt verzieht das nicht und so. Und jetzt kann ich hier ganz locker anfangen mit den Nadelstichen. So, da haben wir natürlich denn noch, ne, Muttis Nähkasten, ist ja alles da, ne? Dann nehmen wir dann mal eine große Nadel. So, pieksig. Zack. Und dann am besten noch so ein Fingerhütchen, ne? Weil ich habe ja zarte Finger, das sieht man ja auch, ne? Und die müssen wir ja schützen. Ja, und dann werde ich mal versuchen, hier mit den Nadelstichen das ein bisschen zu bearbeiten. Mal gucken, ob das klappt. Drückt mir mal die Daumen. So, dann probieren wir das mal. Mal bei den Y hier an. Zack. So, Leute, es ist später Abend und ich bin tatsächlich fertig geworden. Ich habe also wirklich alle Konturen habe ich jetzt mit der Nadel nachgeformt hier, nachgestochen. Kann man das sehen? Ein bisschen sieht man das, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich bin, wenn ich das jetzt abnehme hier. Also, wollen wir mal sehen. Ich habe die zerstörerische Wut jetzt schon mal so ein bisschen arbeiten lassen. Natürlich haben wir hier noch Reste drauf. Die kommen natürlich auch noch ab und so. Aber man kann schon sehen. Komm, stell dich scharf, komm. Man kann sehen, wie das übertragen worden ist. Ist das cool? Ne? Boah, tut mir leid, dass das so unscharf ist. Aber
Ja, komm. Da kann man sehen. Der Kleber ist jetzt ab und ich habe die Punkte auch schon mal etwas nachgezeichnet. Also das Motiv hier, das lässt sich doch schon gut erkennen, oder? Also ist eigentlich schon, ich bin zufrieden, das ist gut geworden. Und jetzt muss man das nur noch ausarbeiten. So, neuer Tag, neues Glück. Ich hatte ja nun gestern die Umrisse hier schon so ein bisschen nachgezeichnet. Und jetzt wollte ich mal versuchen, ein wenig zu fräsen. Dadurch habe ich hier, also da habe ich hier so einen kleinen Dremel auf so einem Stativ. Gab es mal bei Aldi so einen Koffer hier. Gibt es auch noch viel Zusatzteile dabei und sowas, alles. Egal. Ob du polieren willst, schneiden willst, fräsen willst, ist irgendwie alles dabei. Habe ich aber noch nie so richtig benutzt, das Teil. Bin ganz gespannt. Da ist so eine flexible Verlängerung bei. Da kann man ja ganz frei mit arbeiten. Das ist ganz schön. Da hat man nicht diesen dicken Klotz da in der Hand. Ja, hier habe ich so einen Einsatz drauf, so einen Fräseinsatz. Kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig erkennen. Es ist so ein grober Stift. Ja, und damit habe ich jetzt eben schon angefangen. Zum Beispiel dieses von Happy Camping und oder so habe ich jetzt ein wenig rausgefräst, das Holz. Das kann man ja ganz gut sehen, ne? Das wird natürlich ja alles noch dann nachher anständig geschliffen. Dann kommen dann die Papierreste und Klebereste weg. Also einmal ohne und einmal bearbeitet. Ja, jetzt habe ich das eben mal probiert mit so einem, ja, mit so einem Blatt von der Palme hier oben. Ja, und ist ein bisschen Staubkram und so, aber ich werde das mal probieren, wie das so weitergeht und dann werdet ihr das Ergebnis sehen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Camping und oder so ist natürlich noch nicht fertig, aber ich finde, das macht doch schon was her, oder? Was denkt ihr? Hallo, ihr Lieben. Eine letzte Videosequenz jetzt für dieses Bastler-Video. Ich habe das Schild soweit fertig
und habe die, ja, die Buchstaben von Happy Camping jetzt einfach nur mal fein schwarz nachgezogen. Ich habe es jetzt nicht ganz ausgefüllt. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir die Namen von uns beiden da jetzt nicht mit drauf machen. Wir lassen es so. Und ja, schaut selbst, ob euch das gefällt. Da haben wir es. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut geworden. Ich freue mich darüber, dass das jetzt fertig ist soweit. Und ja, vom Ständer her ist das auch in Ordnung. Von der Farbe her ist das in Ordnung. Also es gefällt mir sehr gut. Ne? Es ist eben, ja, es ist ein Unikat. Es gibt es sonst nirgends woanders. Ja, jetzt ist meine Frage. Rund oder eckig? Vielleicht könnt ihr mir ja so ein bisschen in den Kommentaren schreiben, was ich machen soll. Soll ich die Ecken noch abrunden oder soll ich es so lassen? Was haltet ihr davon? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, helft mir bei der Entscheidung und dann werde ich das natürlich logischerweise auch kundtun, was ich denn getan habe. Ja, macht ihr das? Also die Entscheidung, ob rund oder eckig, das werde ich natürlich dann später hier in die Kommentare unten noch mit reinschreiben. Und ja, ich bin jetzt total gespannt, wenn wir das Schild jetzt bei uns beim Vorzelt im Vordergrund reinrammen, wenn die ganzen Leute dann da vorbeigehen und ja, und sich fragen, was ist denn Happy Camping überhaupt? Und ja, vielleicht einen dann auch ansprechen und dann kann man sagen, dass man in der geilsten Gruppe der Welt ist. Ja, gut, genug der Werbung und jetzt freue ich mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir klickt und ja, wenn ihr ein Abo dalasst, kriegt ihr alle meine Videos mit und verpasst keins. Also, dann wünsche ich euch einen richtig schönen Sonntag noch, weil heute ist Sonntag und eine Wahnsinnswoche, wo wir auch wieder bis 30 Grad kriegen. Also, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Euer André. Tschüss.